den Tagesordnungspunkt. Jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt an diesem Nachmittag. Da geht es um die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. Während der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD war das ja einer der größten Knackpunkte. Die SPD forderte, die Befristung ohne vorliegenden Sachgrund ganz abzuschaffen. Verständigt haben sich die Parteien ja auf einen Kompromiss. Der Missbrauch bei befristeten Arbeitsverträgen, der soll künftig eingeschränkt werden. Im Koalitionsvertrag würde dann stehen, Arbeitgeber mit mehr als 75 Beschäftigten sollen nur noch höchstens 2,5% der Belegschaft sachgrundlos befristen dürfen. Unter anderem will aber die Linke hier das heute auf die Tagesordnung bringen und hat deshalb hier einen Antrag vorgelegt und möchte darüber debattieren. Die Linke sagt, Arbeitsverträge mit sachgrundloser Befristung, die müssen komplett verboten werden und haben dies schriftlich fixiert. Jetzt wird Claudia Roth die Aussprache eröffnen. Das erste Wort hat eine Abgeordnete der Linken. Das ist Susanne Ferschel für die Linke und ihre erste Rede im Deutschen Bundestag. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen. Die Fraktion Die Linke hat das Thema der sachgrundlosen Befristung in der Vergangenheit schon mehrmals auf die Tagesordnung gesetzt. Warum? Die Antwort ist ganz einfach, weil Sie das Problem bislang nicht gelöst haben. Im Übrigen auch nicht im Koalitionsvertrag. Und unser Maßstab ist nicht, ob Ihnen unsere Anträge gefallen, sondern ob sich endlich für die Mehrheit der Beschäftigten im Land was verbessert. Die Zahlen sind bekannt. Befristungen haben sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht. Jede zweite Neueinstellung ist befristet. Und diese Zahlen sind konstant geblieben, trotz der wirtschaftlichen Lage, die hier ständig so bejubelt wird. Wenn man sich die sachgrundlosen Befristungen anschaut, ist es knapp die Hälfte der Befristungen. Und das Problem ist, das sind nicht nur Zahlen, sondern hinter diesen Zahlen verbergen sich Lebensgeschichten. Ich bin seit über 20 Jahren Betriebsrätin und ich habe viele dieser Geschichten kennengelernt. Menschen, die einem gegenüber sitzen und nicht wissen, ob sie am Ende des Monats noch eine Arbeit haben, die nicht wissen, ob sie künftig noch ihre Mieten bezahlen können und die nicht wissen, ob sie sich das Studium ihrer Kinder in Zukunft noch leisten können. Sie haben offensichtlich keine Vorstellung davon, was das für diese Menschen bedeutet, denn ansonsten hätten sie diesen Wahnsinn schon lange beendet. Für Unternehmer ist es natürlich toll. Sie wälzen damit das wirtschaftliche Risiko auf die Beschäftigten ab. Befristungen sind eine permanente Probezeit. Und für die Betroffenen bedeutet es ein Leben im Wartestand, ständig zwischen Hoffnung und Angst. Und durch diesen Druck und die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, sind die Kolleginnen und Kollegen letztlich bereit, schlechtere Arbeitsbedingungen und schlechtere Löhne zu akzeptieren. Der Anteil der Niedriglöhne ist bei den Befristeten dreimal so hoch wie bei den Unbefristeten. Das darf nicht so weitergehen. Und nun zum Koalitionsvertrag. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, wollten für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung kämpfen. Davon ist wenig übrig geblieben. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, CSU, haben blockiert auf Teufel komm raus. Jetzt geht es im Ergebnis nur noch um die Einschränkung der sachgrundlosen Befristung. Das ist viel zu wenig. Ihr Gesetz wird nämlich für die Mehrheit der Menschen in diesem Land überhaupt nichts ändern. Die Mehrheit arbeitet nämlich in Betrieben unter 75 Mitarbeitern. Und da soll alles beim Alten bleiben. Und das sind immerhin 96% der Betriebe. Und da, wo das Gesetz greifen soll, in den größeren Betrieben, beschränken Sie noch mal. Da dürfen nämlich weiterhin 2,5% befristet werden. Sie schaffen damit einen Flickenteppich aus unterschiedlichen Regelungen in ein und demselben Betrieb statt einer klaren und einheitlichen Regelung. Damit spalten Sie Belegschaften von Neuem. Und ich frage mich, warum beschränken? Warum nicht abschaffen? Und
kommen Sie mir jetzt bitte nicht wieder mit dem Argument der Flexibilität. Die Menschen haben die Nase voll davon. Sie brauchen endlich mehr soziale Sicherheit. In der Öffentlichkeit gibt es längst eine Mehrheit für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Und es müsste sich eigentlich auch hier eine finden lassen. Wir Linke fordern seit unserer Gründung. SPD ist eigentlich dafür, der Arbeitnehmerflügel der CDU-CSU auch. Wir hätten heute die Chance, hier endlich eine Entscheidung im Sinne der Menschen zu treffen. Deswegen schaffen wir endgültig die sachgrundlose Befristung ab. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Susanne Ferschel war das für Die Linke. Die Linke will die Befristung von Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund komplett verbieten. Bei den möglichen Großkoalitionären gab es ja einen Kompromiss. Darüber werden wir sicher auch noch einiges hören. Auch im Bundestagspräsidium hat es übrigens einen Wechsel gegeben. Claudia Roth ist von Thomas Oppermann abgelöst worden, der jetzt die Sitzung leitet. Und es spricht als Nächster in der Debatte Wilfried Oehlers für die Unionsfraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Kollegin Ferschel, bei Ihrer Rede, Gratulation zur ersten Rede. Sie hört jetzt gerade nicht zu, aber ich gratuliere herzlich zur ersten Rede. Allerdings muss ich sagen, bei dem, was sie gesagt hat, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, um das alles richtig zu stellen. Deswegen versuche ich mich auf meine eigenen Ausführungen zu beschränken und darf das als Korrektur gleich anmerken. Das Schreckgespenst, was Sie hier gemalt haben von den Befristungen, ist mitnichten der Fall. Und ich schicke ganz deutlich vorweg, bevor ich jetzt mit Zahlen komme, dass wir natürlich von unserer Seite aus, von der Unionsseite aus, auch lieber sehen, dass wir unbefristete Beschäftigungsverhältnisse haben und dass kein Missbrauch damit betrieben wird. Das steht komplett außer Frage. Aber schauen wir uns mal die Zahlen im Genauen an. Wenn wir von allen Beschäftigtenverhältnissen ausgehen, haben wir lediglich eine Befristungsquote, die zwischen 7 und 8% liegt. Das heißt, wir reden hier nicht von einer überwiegenden Befristung von Arbeitsverhältnissen, sondern wir sind damit weit unter der Hälfte. So, Sie haben es eben anders dargestellt. Von diesen, ich sage jetzt mal ungefähr 8%, sind über 50% im öffentlichen Dienst angesiedelt und damit auch etwas unter 50% in der Privatwirtschaft. Also da das Schreckgespenst Richtung Privatwirtschaft aufzubauen, das passt auch schon nicht. Und zur Kenntnis muss man auch nehmen, dass im öffentlichen Dienst auch der Bereich der Wissenschaft mit berücksichtigt ist, wo auch ein Großteil von befristeten Arbeitsverhältnissen zu finden ist. Da sind wir in der letzten Legislaturperiode auch schon tätig geworden mit unserem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, um da auch bessere Regeln einzuführen. Wir können also feststellen, dass wir von den Zahlen her eigentlich eine konstante und wenn sogar eher fallende Tendenz bei den befristeten Beschäftigungsverhältnissen haben. Zu verschweigen darf man auch nicht in diesem Zusammenhang, dass die Übernahmequote doch mit über 40% recht beachtlich ist. Und da kommt den Befristungen auch eine Funktion zu, die man auch nicht außer Acht lassen darf, die Brückenfunktion hin von Arbeitslosigkeit hin auf den ersten Arbeitsmarkt. Das bestätigt selbst das IAB, und das sollten Sie zur Kenntnis nehmen, das ist doch eine sehr neutrale Stelle, die das behauptet. Darüber hinaus brauchen wir in unserem Wirtschaftsleben einfach auch das Flexibilisierungsinstrument der Befristungen, auch wenn Sie das in Abrede stellen. Es geht dabei nicht nur um Auftragsspitzen, die wir abdecken, sondern alleine auch um die Themenfelder, wenn man mal sieht, dass wir den Arbeitnehmern auf der einen Seite Flexibilisierung ermöglichen durch Elternzeit, durch das Recht auf Teilzeit, was wir einführen wollen. Dadurch entstehen neue Notwendigkeiten, auch befristete Arbeitsverhältnisse zu begründen. Das muss man auf jeden Fall schon mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn man auf der einen Seite Flexibilisierungsinstrumente schafft, kann man es auf der anderen Seite nicht komplett abschaffen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man die sachgrundlose Befristung als ein Flexibilisierungsinstrument hat, was einfach mal unbürokratisch ist. Und ich betone unbürokratisch, dass man einfach für einen bestimmten Zeitraum einmal als Arbeitgeber auch Ruhe haben kann, dass man weiß, man braucht eben mal nichts zu dokumentieren. Und in dem Zusammenhang ist es auch richtig und wichtig, dass wir
diese Instrumente erhalten, sicherlich vielleicht auch mit gewissen Korrekturen, so wie wir es vereinbart haben, wenn wir es dann auch umsetzen können, was auch Kettenbefristungen betrifft. Und ich denke, dass das alles Argumente dafür sind, mit denen man einfach auch das Schreckgespenst der Befristungen etwas abmildern kann. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung einer Kollegin von den Linken? Gerne. Bitte sehr. Herr Oehlers, wir beide haben ja schon öfter über sachgrundlose Befristungen gestritten. Und wenn ich Sie höre, muss ich natürlich jetzt auch gleich wieder was dazu sagen. Meine Kollegin hat von jüngeren Befristungen getroffen. Und bei jüngeren Befristungen ist es ganz einfach so, die haben die meisten Befristungen und auch die meisten sachgrundlosen Befristungen. Und da ist es richtig, dass es 50% sind. Sie reden von Durchschnittszahlen. Und es gibt eine Kaskade. Je älter man ist, desto größere Chancen hat man natürlich auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Aber junge Leute haben das nicht, und das ist ganz einfach richtig. Und das Zweite ist, wie können Sie die Möglichkeit, dass man flexibler mit Elternzeit, Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit damit umgehen und damit begründen, man braucht das noch? Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, dass es früher in Betrieben mal sowas gegeben hat wie Springer. Die hat man vorgehalten, um genau solche Sachen aufrechtzuerhalten. Und zu sagen, das geht nur mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen, das ist einfach nicht richtig. Da muss man anfangen, ein bisschen zu denken, was man machen kann. Und da findet man Lösungen, die aber nicht in Befristungen liegen. Frau Kollegin Krämann, wenn Sie das letzte Argument ansprechen, man darf Elternzeit, Teilzeit auf der einen Seite nicht als Begründung heranziehen, um befristete Arbeitsverhältnisse zu begründen, da muss ich Ihnen ganz deutlich widersprechen. Was erwarten Sie denn bitte schön von den Arbeitgebern, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte ein Recht auf Teilzeit, ich möchte Elternzeit in Anspruch nehmen, ich sehe die Zeit, die ich jetzt, ich sehe als Arbeitgeber die Zeit, wie lange dieser Arbeitnehmer ausfällt, ja, dann ist doch klar, dass man als Arbeitgeber jemanden einstellen möchte, der auch für diese Zeit reinkommt. So groß sind auch nicht alle Unternehmen, dass sie das mit Springer auffangen können und sowas vorhalten können. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und Sie geben mir damit auch vielleicht die Gelegenheit zu sagen, es gibt in der Tat allerdings auch andere Beispiele. Sie kennen das vielleicht schon aus meinem Wahlkreis. Ich bringe es gerne noch mal zur Kenntnis, dass der Landrat im Kreis Heinsberg seinerzeit mal hingegangen ist und gesagt hat, ja, wir hatten 4 Beschäftigte, die befristet beschäftigt waren in der Kreisverwaltung, allerdings Sachgrundbefristungen waren das, weil das alle Schwangerschaftsvertretungen waren. Irgendwann, das wurde wiederholt, wurden da diese Mitarbeiter befristet, sachgrundbefristet, um Schwangerschaftsvertretungen ausgleichen zu können. Irgendwann ist er dann hingegangen und gesagt, Mensch, das habe ich ja so oft, haben wir das verlängert. Jetzt müssen wir den Leuten doch auch die Möglichkeit geben, eine Festanstellung zu bekommen, weil ich hier in dem Haus sehe, den Bedarf habe ich offensichtlich. Hat er das gemacht? Die erste Kritik, die dann natürlich aus dem Kreistag kam, kam von der Opposition. Ich muss jetzt dazu sagen, da ist die CDU jetzt nicht dran beteiligt an der Opposition. Und es war auch Ihre Fraktion dabei, die da behauptet haben, naja, da würde jetzt der Personalhaushalt aufgebläht. Also man kann es Ihnen offensichtlich auch nicht recht machen an der Stelle. Das muss man dann auch mal ganz deutlich dazu sagen. Und wenn Sie die jüngeren Beschäftigten ansprechen, dann muss ich auch dazu sagen, wenn Sie sich diese Kurve, der Alterskurve anschauen, dann ist, da gebe ich Ihnen recht, dass natürlich die jüngeren Arbeitnehmer sehr hoch in der Befristung sind, aber im Moment eine Quote von ungefähr 23%. Vor einigen Jahren, da lagen wir noch bei 28%. Und die Kurve nimmt aber in den jeweiligen Altersstufen, die in diesen Diagrammen angegeben sind, aber auch drastisch ab, sodass wir in Altersstufen, die weit Richtung Rentenalter gehen, zu einer Zahl kommen, die bei 2-3% liegt. Und da sehe ich in der Tat keinen Missbrauch. Ich denke, dass damit die Argumente gebracht sind und vor allen Dingen Ihren Vortrag entkräften. Wir brauchen die Flexibilisierungsinstrumente, wenn man auf der anderen Seite auch den Arbeitnehmern berechtigte Instrument an die Hand geben will, um Elternzeit, um Pflegefälle auch abfedern zu können, ist das überhaupt keine Frage. Aber da muss man auch mit gleichem Maß messen und auf der anderen Seite auch Flexibilisierungsinstrumente ermöglichen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gabi Hiller-Ohm für die SPD-Fraktion. Sie sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines ist klar, die SPD will sachgrundlos befristete Arbeitsverträge abschaffen. Sie sind unfair und gehören deshalb in den Papierkorb. Das haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, richtig in Ihrem Antrag zitiert. Ja, SPD-Linke und Grüne hätten rein rechnerisch eine Mehrheit hier im Parlament für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung gehabt. Tatsache ist aber auch, dass CDU, CSU und SPD sich vor 4 Jahren in einem Koalitionsvertrag auf bestimmte Ziele und eine gemeinsame Regierung vereinbart haben. Da auch Sie, also die Linkspartei, schon Koalitionen mit anderen Parteien eingegangen sind, wissen Sie sehr genau, dass man niemals und schon gar nicht als kleinerer Partner, also alles zu 100% durchsetzen kann. Auch die Linkspartei geht in Regierungsverantwortung natürlich Kompromisse ein. Hören Sie also auf, den Menschen weismachen zu wollen, dass diese Regeln hier im Bundestag bei der sachgrundlosen Befristung plötzlich keine Gültigkeit mehr hätten. Leider haben Sie in Ihrem Antrag mit keinem Wort erwähnt, dass es inzwischen den Entwurf eines Koalitionsvertrages von CDU, CSU und SPD gibt, der die sachgrundlosen Befristungen aufgreift. Wir befinden uns also keineswegs im luftleeren Raum. Jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen, und das ganz ohne die unzähligen Anträge der Linken. In einer großen Koalition würden wir die sachgrundlosen Befristungen zwar nicht gänzlich abschaffen, dazu waren CDU und CSU nicht bereit. Aber es ist der SPD gelungen, endlich deren Blockadehaltung aufzubrechen. Meine Damen und Herren, mit der gefundenen Einigung würden diese Arbeitsverhältnisse deutlich eingeschränkt werden. Heute gibt es etwa 1,3 Millionen Menschen mit diesen Verträgen. In größeren Betrieben mit mehr als 75 Beschäftigten werden befristete Verträge besonders häufig eingesetzt. 830.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind davon betroffen. Das sind im Schnitt etwas über 5% der Belegschaft. Diese Zahl wollen wir halbieren. Jede sachgrundlos befristete Neueinstellung, die diese 2,5%-Grenze übersteigt, würde dann automatisch als unbefristet gelten. Das, meine Damen und Herren, wäre ein scharfes Schwert. Von der Vereinbarung im Koalitionsvertrag könnten 400.000 Menschen profitieren und hätten die Chance auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 400.000 Beschäftigte, das wäre fast zweimal die Einwohnerzahl meiner Heimatstadt Lübeck und ein Schritt in die richtige Richtung. Außerdem wollen wir die Dauer der sachgrundlosen Befristungen von 24 auf 18 Monate verkürzen und dadurch zusätzlich einschränken und Missbrauch mit solchen Verträgen in der Leiharbeit verhindern. Leiharbeiter dürfen längstens 18 Monate in einem Betrieb arbeiten. Leider kommt es immer wieder vor, dass heute eigentliche Leiharbeit mit sachgrundlos befristeten Verträgen auf 24 Monate verlängert wird. Das wäre dann nicht mehr möglich. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die SPD hat ein konkretes Ergebnis ausgehandelt. Das war bei Jamaika, also bei den Verhandlungen von Grünen, FDP und CDU, CSU übrigens nicht der Fall. Dort heißt es zum Thema Befristungen lediglich, ich zitiere, wir wollen befristete Arbeitsverträge mit und ohne Sachgrund erhalten, aber ihren Missbrauch bekämpfen. Wir, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, haben uns nicht mit Wischiwaschi von der CDU-CSU abfrühstücken lassen. Nein, wir verringern die sachgrundlosen Befristungen ganz konkret um 400.000. Das ist ein Verhandlungserfolg der SPD, der sich sehen lassen kann und den Menschen vor Ort direkt helfen wird. Frau Hillau, gestatten Sie eine Zwischenfrage von einem Kollegen der Linken? Oh, jetzt war ich schon am Ende, Herr Präsident. Wäre aber immer noch möglich, die zu beantworten. Hat sich erledigt, ja? Danke. Dann rufe ich als nächstes Gabriele Hiller-Ohm für die Sozialdemokraten.
die natürlich noch einmal darauf hingewiesen hat, wie jetzt der Kompromiss aussieht und welche Verbesserungen es gibt bei der Einschränkung des Missbrauchs bei befristeten, sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen, wenn es zu einer großen Koalition kommen sollte. Jetzt für die AfD Sebastian Münzenmeier. Arbeitgeber natürlich eine gewisse Flexibilität am Arbeitsmarkt. Er möchte Personal kennenlernen und erproben. Und er weiß auch nicht immer vom ersten Tag an, ob eine bestimmte Stelle für sein Unternehmen auf Dauer wirtschaftlich tragbar ist. Aus Sicht eines Arbeitgebers kann eine Befristung somit äußerst sinnvoll sein und dient als Gegenstück zu einem sehr starken Kündigungsschutz in Deutschland, den wir als AfD auch ausdrücklich begrüßen. Natürlich wünscht sich ein Arbeitnehmer im Gegensatz eine möglichst direkt unbefristete Anstellung und Planungssicherheit für sich und seine Familie. Denn wir alle wissen doch um die Probleme, die eine Befristung mit sich bringen kann. Die Familienplanung wird erschwert. Arbeitnehmer sind gezwungen, in teilweise absurd kurzen Abständen zu planen. Hauskredite sind nahezu unmöglich und beim Kauf eines neuen Autos fangen die Probleme schon an. Aber genau hier geht sowohl der Antrag der Linken als auch die Parolen der SPD, sachgrundlose Befristung abschaffen, vollkommen am Ziel vorbei. Vollkommen am eigentlichen Problem vorbei. Denn das Hauptproblem im Bereich der Befristung sind überhaupt nicht die sachgrundlosen Befristungen, die sowieso maximal 24 Monate, in Zukunft vielleicht dann 18 Monate andauern können und auch nur bei der Ersteinstellung erfolgen dürfen. Das Hauptproblem sind doch diese unsäglichen Kettenbefristungen, die aber auf § 24 Absatz 1 des Teilzeitbefristungsgesetzes basieren und Befristungen mit Sachgrund sind. Denn nur Befristungen mit Sachgrund sind bisher ohne zeitliche Höchstgrenze erlaubt und werden auch immer wieder verlängert. Und ja, wir kennen alle die Fälle der Schullehrer, deren befristeter Vertrag beispielsweise kurz vor den Sommerferien endet. Oder wir kennen den Fall einer Briefträgerin aus Mecklenburg-Vorpommern, die sage und schreibe 88 Mal einen Arbeitsvertrag mit Sachgrundbefristung erhalten hat. Die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung aber würde überhaupt keine Probleme lösen. Im Gegenteil. In Zukunft würde ein Arbeitgeber sehr lange darüber nachdenken, ob er überhaupt jemand Neues einstellt oder ob man nicht die Aufgaben durch Mehrarbeit der bisher Beschäftigten abfängt. Wir würden also Überstunden produzieren und wir würden eine Flucht in die Leiharbeit verursachen. Und das kann auch wirklich nicht im Sinne der Linken sein. Die Debatte, die die Linke hier anstößt, ist eine reine Phantomdebatte. Und meine Damen und Herren, Ihr Antrag ist überhaupt nicht das Papier wert, auf dem er geschrieben ist. Liebe Abgeordnete der Linken, geben Sie sich doch bitte in Zukunft einmal zumindest Mühe und kümmern Sie sich um die echten Probleme der Beschäftigten in Deutschland. Wir als AfD möchten pragmatisch arbeiten und die Arbeitnehmer in Deutschland schützen. Deshalb machen wir uns Gedanken über eine grundlegende Reform des Teilzeitbefristungsgesetzes. Deshalb arbeiten wir an einer Lösung, um die Kettenbefristungen aus der Welt zu schaffen und planen einen eigenen Gesetzesentwurf, der Hand und Fuß hat. Wir müssen beispielsweise darüber nachdenken, ob wir bei Befristungen nicht generell eine zeitliche Höchstgrenze einführen. So bleibt eine gewisse Flexibilität für Arbeitgeber erhalten, nicht nur für Sachgrundlose, steht nicht im Koalitionsvertrag. Und wir lösen das Problem der Kettenbefristung trotzdem effektiv und dauerhaft. Wir können auch gerne darüber diskutieren, ob eine höhere Zahlung der Arbeitgeber in die Arbeitslosenversicherung beispielsweise bei Befristungen nicht ein Anreiz sein könnte, dass Unternehmen Befristungen eindämmen. Und ehrlich gesagt, obwohl ich nicht so oft wie Herr Schulz mit Macron telefoniere, weiß ich trotzdem, dass in Frankreich sachgrundlos befristete Arbeitnehmer, die nicht übernommen werden, beispielsweise eine Abfindungszahlung erhalten. Wir können gerne im Ausschuss über diese verschiedenen Möglichkeiten diskutieren und wir können gerne konstruktiv und gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Aber an die ganzen Sozialisten und Kommunisten hier im Saal, hören Sie doch bitte endlich mal auf mit Ihren ganzen falschen Versprechungen, sowohl im Wahlkampf als auch im Parlament, und hören Sie auf mit der Schelte der Privatwirtschaft. Die SPD fordert jetzt beispielsweise die Obergrenze von 2,5% sachgrundlose Befristungen. Frau Nahles ist heute ja leider wieder nicht da. Vielleicht telefoniert sie jetzt mit Macron, nachdem Schulz abgesägt wurde. Aber ist es nicht so, dass im Sozialministerium von Frau Nahles 13,7% der Belegschaft sachgrundlos befristet waren? Es ist wahr. Ist es nicht korrekt, dass im öffentlichen Dienst und insbesondere in SPD-geführten Ländern die Anzahl der Befristungen weit über den von Ihnen geforderten Wert liegt? Natürlich ist es so. Sie machen überhaupt keine Politik für Arbeitnehmer. Sie machen Klientelpolitik für die Gewerkschaften und vor allem für die Kameras, meine Damen und Herren. Aber machen Sie sich keine Sorgen, genau das merken doch die Arbeitnehmer da draußen, unsere Bürger. Der kleine Mann hat die SPD einst groß gemacht, aber der kleine Mann tritt jetzt gewaltig in den Hintern und wählt die AfD, meine Damen und Herren.
Und obwohl wir Ihren Antrag für fachlich vollkommen falsch halten, stimmen wir einer Überweisung in den Ausschuss gerne zu und freuen uns dort auf eine sachliche Diskussion über die wahren Probleme der Arbeitnehmer in Deutschland. Vielen herzlichen Dank. Sebastian Münzenmeier war das für die AfD-Fraktion. Ihm folgt jetzt Jens Beek für die FDP-Fraktion. Er sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und es ist seine erste Rede hier. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Meinungen über die sachgrundlose Befristung, das ist offenbar geworden, gehen weit auseinander. Und tatsächlich bietet eine Reihe von Befunden Anlass dazu, das Instrument der befristeten Arbeitsverhältnisse zu hinterfragen. Im Grundsatz gibt es befristete und unbefristete Arbeitsverhältnisse, und daran ist zunächst auch gar nichts Schlechtes zu erkennen. Denn für diejenigen, die erstmalig in den Arbeitsmarkt eintreten oder diejenigen, die nach Umorientierung im Arbeitsmarkt erstmalig wieder Fuß fassen wollen, ist zunächst gar nicht entscheidend, ob eine Befristung vorliegt oder nicht, sondern das Arbeitsverhältnis als solches. Dessen ungeachtet gibt es, das zeigt die gesellschaftliche Diskussion, an vielen Stellen Fehlentwicklungen. Und diesen Fehlentwicklungen müssen wir natürlich entgegentreten. Dazu gehört zunächst mal, die Sachverhalte exakt zu benennen. Meinen wir einmalige Befristung oder meinen wir Kettenverträge? Beleuchten wir den privaten oder den öffentlichen Sektor? Im öffentlichen Bereich greift eine besonders hohe Anzahl an befristeten Beschäftigungen Raum. Das haben wir gerade durch aktuelle Anfragen wieder erfahren. Und in Wissenschaft, Forschung und Lehre erhalten immer mehr auch hochqualifizierte Mitarbeiter nur noch befristete Verträge. Von 100 neuen Arbeitnehmern in der öffentlichen Verwaltung erhalten 57 nur einen Zeitvertrag. Im Erziehungs- und Sozialwesen sind es 2/3 und im Bereich Erziehung und Unterricht sogar 72%. Das sind beklagenswerte Zustände. Das sehen auch die Freien Demokraten so. Nur, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen von der Linken, damit hat Ihr heutiger Antrag, auch wenn Sie ihn zum 7. Mal einbringen, überhaupt nichts zu tun. Denn die gerade beschriebenen Phänomene sind in der großen Zahl Beschäftigungsverhältnisse, die eben nicht sachgrundlos im Sinne des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sind, sondern die in aller Regel den 8 Ziffern des § 14 Absatz 1 des Teilzeitbefristungsgesetzes unterfallen und insofern von Ihren beantragten Streichungen überhaupt nicht betroffen sind. Etwa im Bereich der Universitäten oder der Schulen würde also Ihr Antrag zur Streichung der Absätze 2, 2a und 3 des § 14 überhaupt niemandem helfen. Das wäre zu verschmerzen, aber umgekehrt, gerade für die schwächeren Teilnehmer des Arbeitsmarktes, verursacht Ihr Antrag gravierende Verschlechterungen. Denn unsoziale Wege, die wir nicht mitgehen können, ergeben sich schon daraus, dass Sie sachgrundlose Befristung, die ja durchaus ein Vorteil sein kann, vollständig abschaffen wollen. Bei Start-ups, die sich im Wettbewerb noch erproben, machen Sie Sinn. Bei älteren Arbeitnehmern über 52, die aufgrund einer sachgrundlosen Befristung die Chance, überhaupt wieder Fuß zu fassen im Arbeitsmarkt haben, wollen Sie das auch streichen. Das Gleiche gilt für langzeitarbeitslose Menschen, für die sachgrundlose Befristung ebenfalls eine wichtige Brücke darstellt, um in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das zeigen im Übrigen die aktuellen Zahlen des IAB auch mit Blick darauf, dass aus vielen befristeten Beschäftigungen, die zunächst eingegangen werden, dann dauerhafte Beschäftigungen werden. Das Instrument ist also nicht nur vorhanden, es ist auch wirksam. Ihr Antrag ist bei den unbestritten vorhandenen Fehlentwicklungen also wirkungslos, und er vernichtet Perspektiven für gerade die Schwächeren im Arbeitsmarkt, für die Sie hier in Anspruch nehmen, sprechen zu wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es mangelt nicht an gesetzlichen Regelungen, sondern in der öffentlichen Verwaltung am Wollen. Die meisten Befristungen könnten in den Bundesministerien, in den Ländern, in den Kommunen problemlos aufgehoben werden. Wir Freien Demokraten stehen an der Seite der Menschen, für die die flexiblen Instrumente im Arbeitsmarkt Grundvoraussetzung sind zur Teilhabe und zur Verwirklichung der eigenen Ziele, und an der Seite der Betriebe, die in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung flexibel reagieren können müssen. Ausdrücklich auch im Wege befristeter Projekte, die nun mal am Anfang vieler Gründungen stehen. Deswegen stehen wir nach wie vor zur Möglichkeit sachgrundloser Befristung. Der vorliegende Antrag hilft niemandem, aber er schadet anderen. Er ist wachstums- und beschäftigungsfeindlich. Er ist unsozial, weil er Chancen vernichtet, ausgerechnet von jungen Gründern und älteren Erwerbslosen, deren Fähigkeiten und Erfahrung wie in Zeiten des Fachkräftemangels dringend brauchen. Dieser Antrag ist, liebe Kolleginnen und Kollegen,
insoweit korrekt, als dass er anspricht ein Problem, das tatsächlich besteht. Er löst es aber nicht, sondern dieser Antrag ist, erlauben Sie mir diese Bemerkung, erfrischend frei von Sachkenntnis oder handwerklich schlecht gemacht. Wir sollten ihn deswegen ablehnen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Jens Beek war das für die FDP-Fraktion mit seiner ersten Rede. Deswegen hat er hier noch Glückwünsche bekommen von den Kollegen aus der FDP-Fraktion. Und am Rednerpult geht es aber jetzt schon weiter mit Beate Müller-Gemmecke für die Grünen. Gäste auf den Tribünen. Zu keinem anderen Thema habe ich so oft geredet, 8-mal. Das zeigt, das Thema ist wichtig. Wir haben uns hier schon alle Argumenten erzählt, die einen für und die anderen gegen die sachgrundlose Befristung. Meine Kurzform lautet heute: Grundlos meint im Wortsinn nichts anderes, als einfach so willkürlich zu befristen. Und so etwas darf es in der Arbeitswelt nicht geben, denn der Preis für die Beschäftigten und ihre Familien ist zu hoch. Ja, und deshalb wollen auch wir Grünen die sachgrundlose Befristung abschaffen. Nur für Existenzgründerinnen wollen wir für eine gewisse Zeit die Möglichkeit erhalten. Aber das ist nur ein Detail. Und deshalb werden wir auch dem Antrag der Linken zustimmen. Eine Mehrheit werden wir aber nicht bekommen. Und doch tut sich vielleicht etwas. Die SPD konnte sich zwar nicht komplett durchsetzen, denn die sachgrundlose Befristung wird bleiben. Aber falls die Große Koalition kommt, wird sie zumindest eingeschränkt. Das ist schon mal ein Anfang und gut für die Beschäftigten, die davon profitieren. Und deshalb sind die geplanten Einschränkungen bei allen offenen Fragen und Kritik im Detail ein erster Schritt. Und das begrüßen wir. So, und jetzt zu den Unionsfraktionen. Sie bleiben ja stur und halten an der sachgrundlosen Befristung fest. Und das, obwohl diese Möglichkeit immer wieder krass und hemmungslos ausgenutzt wird. Ein Beispiel. Als Anfang 2017 der Mutterschutz reformiert wurde, hat die BWR Media dazu ein Themenspezial für Arbeitgeber veröffentlicht. Ich habe das hier mit dabei und kann es dann gerne nachher Herrn Oehlers geben. Die Überschrift war: Das ist der ideale Arbeitsvertrag. Zwischenüberschrift: So hebeln Sie den Kündigungsschutz von Schwangeren aus. Der Trick, wenn sich junge Frauen bewerben, schließen sie mit ihrer Mitarbeiterin einen befristeten Arbeitsvertrag. Und die Formel, Zitat, war 2 mal 6 und 1 mal 12 gemeinsame Monate sachgrundlos zu befristen. Und damit gibt es keinen Kündigungsschutz, wenn Frauen schwanger werden. Das muss man sich mal vorstellen. Solch eine Beratung ist unsäglich. Wenn die soziale Verantwortung in dieser Weise verloren geht, dann müssen Sie diese Fehlerentwicklung endlich korrigieren. Sachgrundlose Befristungen sind nicht nur ungerecht und willkürlich, sondern auch unnötig. Es gibt eine ausreichend lange Probezeit. Kleine Betriebe sind ganz vom Kündigungsschutz befreit. Und ich sage es immer und immer wieder: Wer gute Gründe hat, kann natürlich weiterhin befristen, vorübergehend bei Auftragsspitzen, Projektarbeit auf Zeit, Elternzeit, bei längerer Krankheit, sogar bei Erprobung. Für Befristung gibt es also genügend gute Gründe für die sachgrundlose Befristung, aber nicht. Gehen Sie, die Union, also noch mal in Klausur und lassen Sie sich endlich von Ihrem Arbeitnehmerflügel, die CDA, endlich überzeugen, denn die haben es verstanden. Durch Befristung darf weder das unternehmerische Risiko auf die Beschäftigten übertragen werden, noch darf der Kündigungsschutz umgangen werden. Nur so wäre es richtig und auch fair. Flexible Arbeitsverhältnisse dürfen keine Einbahnstraße sein, denn die Beschäftigten brauchen soziale Sicherheit. Und das stärkt dann auch die dringend notwendigen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und in diesem Sinne werden wir, falls es zur Großen Koalition kommt, die Gesetzgebung kritisch, aber konstruktiv begleiten. Vielen Dank. Danke. Nächster Redner für die CDU-CSU. Auch mit seiner ersten Rede ist der Kollege Biadatz. Sehr geehrter Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne. Die soziale Marktwirtschaft ist seit 70 Jahren ein Garant für wirtschaftliche und soziale Stabilität in Deutschland. Warum? Sie stellt Menschen in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Handelns. An diesem bewährten Kompass hat sich Arbeitsmarktpolitik zu orientieren. Wie gut dieser Kompass funktioniert, sehen Sie an den Erfolgen der CDU-geführten Bundesregierung. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote seit der deutschen Wiedervereinigung. Bei mir im Wahlkreis Böblingen haben wir Vollbeschäftigung. Auch in der heutigen Debatte um sachgrundlos befristete Arbeitsverträge stehen Menschen im Mittelpunkt. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag verabredet, Missbräuche bei den Befristungen abzuschaffen, also beispielsweise Kettenbefristungen. Wir dürfen aber umgekehrt nicht so tun, als ob sachgrundlos befristete Arbeitsverträge ein Massenphänomen sind. Wir haben derzeit 44 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, davon 1,3 Millionen mit sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen. Das sind gerade, meine Damen und Herren, 2,7%. Von daher ist Ihr Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, scheinheilig. Ja, er ist scheinheilig. Sie haben es in der letzten Wahlperiode geschafft, das Thema 8-mal hier im Plenum zu diskutieren. 8-mal. Damit geben Sie dem Thema einen Stellenwert, den es eben er nicht hat. Sie tun so, als ob unter den Arbeitgebern ausschließlich schwarze Schafe es gibt. In Ihrem Antrag sprechen Sie sogar, dass Unternehmen eine Machtposition hätten. Wer mit einer solchen ideologischen Brille die Welt betrachtet, wer sie in Gut und in Böse, wer sie in Schwarz und in Weiß unterteilt, der macht sich die Welt ziemlich einfach. Meine Damen und Herren, die Welt ist komplexer, auch unsere heutige moderne Arbeitswelt. Das wird hier jeder bestätigen können, der selbst einmal in der freien Wirtschaft tätig war, so wie ich. Auch ich hatte einen sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag. Daher kann ich aus eigener Erfahrung sagen, befristete Arbeitsverträge, meine Damen und Herren, sind kein Teufelswerk, sondern ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument. Ein Instrument, meine Damen und Herren, das Menschen Chancen eröffnet, Chancen, um am Arbeitsmarkt in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu kommen. Lassen Sie uns diese Chancen weiterhin den Menschen geben. Und hier sind wir wieder bei unserem Kompass der sozialen Marktwirtschaft, also dem Anliegen, möglichst viele Menschen berufliche und soziale Teilhabe zu ermöglichen. Denn letztlich ist es besser, befristet in die Arbeit zu kommen, als unbefristet arbeitslos zu bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Befristete Arbeitsverträge sichern Unternehmen eine gewisse Flexibilität, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber grenzenlose Flexibilität muss auch klare Leitlinien haben. Dafür haben wir im Koalitionsvertrag wichtige Elemente mit eingearbeitet. Was wäre stattdessen die Folge, wenn wir sachgrundlos befristete Arbeitsverträge abschaffen würden, so wie Sie es fordern? Unternehmen würden Stellen abbauen, wir hätten mehr Zeitarbeit und Arbeitsplätze würden ins Ausland abwandern. Und am Ende wundern sich die Linke, wenn die Arbeitslosenquote steigt. Lassen Sie uns stattdessen die wirklich dringenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt lösen, anstatt zum x-ten Male hier im Parlament über Ihren Antrag zu diskutieren. Schauen wir also auf Langzeitarbeitslose, auf Bildungsabbrecher, auf den demografischen Wandel, auf den digitalen Wandel. Davon sind weitaus mehr Menschen in Deutschland betroffen als der Zahl der Arbeitnehmer, über die wir heute hier sprechen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wird in dieser Wahlperiode jedenfalls nutzen, um mit Blick auf diese zentralen Themen zu richten und den Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen, ganz im Sinne der sozialen Marktwirtschaft. Lassen Sie uns also gemeinsam ohne Ideologie an die Arbeit gehen. Vielen Dank.
Danke. Nächster Redner ist der Abgeordnete Bernd Rützel für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich jedenfalls danke den Linken und bin froh, dass dieser Antrag heute noch mal hier diskutiert wird. Wir haben das oft getan und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir die Möglichkeit haben, über die Ergebnisse unserer Koalitionsverhandlungen diesbezüglich noch mal zu sprechen. Meine Kollegin Gabi Hiller-Ohm hat es schon wunderbar ausgeführt und erläutert. Und ich will noch einmal an drei Punkten sagen, warum das für uns im Moment so wichtig ist. Wir begrenzen die erlaubten Befristungen. Zweitens, wir verkürzen die Dauer. Und drittens, wir schränken Kettenbefristungen drastisch ein. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, hat in dem ganz aktuellen Heft bescheinigt, dass wir damit den stärksten Eingriff in das Befristungsrecht seit 1985 vornehmen. Und an diesem Jahr kann ich mich gut erinnern, 1985 hat die Kohl-Regierung die sachgrundlose Befristung eingeführt. Und ich war damals 16 Jahre alt, war Jugendvertreter, bin auf die Straße gegangen, habe gegen demonstriert, weil das eben ungerecht gewesen ist. Und deswegen bin ich froh, wenn wir jetzt wieder stark eingreifen, nämlich um das Ding wieder zu regulieren. Und eben 400.000 Menschen, so viel profitieren davon, wahrscheinlich sogar noch mehr, 400.000 Menschen deutlich besser stellen. Manche mögen das wenig finden. Wir sagen vielleicht, ja, es gibt 1,3, es sind 400.000, aber Kolleginnen und Kollegen, ist das nichts? Ist das keine Verbesserung? Ist das nicht ein großer Fortschritt? Und ich glaube schon, dass wir den Betroffenen das jetzt schuldig sind, dass wir das machen, dass wir das tun. Wir haben jetzt die Möglichkeit dazu und wir wollen das und wir werden das auch tun. Und ich will ein Beispiel nennen. Ein Unternehmen mit 200 Beschäftigten darf künftig nur noch 5 Arbeitsverträge sachgrundlos befristet haben. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber jetzt. Und ich habe es gesagt, die unsäglichen Kettenbefristungen, die werden wir begrenzen. Und das muss doch die Zustimmung finden, wenn wir konkret etwas verbessern, liebe Kolleginnen und Kollegen, die den Antrag eingebracht haben. Und ich bin froh, dass die Union nun am Ende der Koalitionsverhandlungen doch noch den Widerstand aufgegeben hat. Das ist gut, das ist gut für unser Land. Irgendwann finden Sie das auch mal gut, dass eben das unbefristete Arbeitsverhältnis wieder die Regel wird. Und damit bin ich nicht alleine, der so etwas denkt, sondern Rainer Hoffmann, der DGB-Vorsitzende, schreibt: Unser Verhandlungsergebnis bringt wichtige strukturelle Verbesserungen. Und auch Frank Psirske, der Verdi-Vorsitzende, schreibt und lobt die geplante Neuregelung. Damit verbessern wir das Leben vieler Menschen. Ja, wenn die zwei das nicht wissen. Ja, wir könnten uns noch mehr vorstellen, aber dafür brauchen wir auch immer Mehrheiten. Und das ist der Unterschied zwischen realer Politik und einem sich wünschen. Von daher, lasst uns das jetzt anpassen. Ich will aber schon noch sagen, wer befristet angestellt ist, der bildet seltener einen Betriebsrat oder geht in eine Gewerkschaft. Und wer befristet beschäftigt ist, der bekommt auch seltener einen Kredit bei seiner Bank und kann seine Zukunft weniger planen. Aber das hat uns doch insgesamt stark gemacht, diese Bedingungen, dieses Miteinander. Und von daher brauchen Menschen nicht nur einen Job, sie brauchen einen sicheren Job. Und das ist der Unterschied. Wir werden, Kollege Rützel, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Jawohl. Bitte sehr. Vielen Dank für die Gelegenheit, die Zwischenfrage stellen zu können und noch mal kurz intervenieren zu können. Also Sie haben ja noch mal von Mehrheiten gesprochen, deswegen muss man vorwegschieben, in der letzten Legislatur hätte es die Mehrheit gegeben und hätten Sie so viel Mut gehabt wie bei der Ehe für alle, dann hätten wir auch noch in der letzten Legislaturperiode komplett die sachgrundlose Befristung abschaffen können. Das wäre eine wunderbare Sache gewesen und es ist schade, dass Sie den Mut nicht hatten.
Jetzt lassen Sie 900.000 Menschen im Regen stehen. Sie kümmern sich um 400.000, das ist schön. 900.000 bleiben im Regen stehen. Aber es gibt viele praktische Fragen, die auch die Kolleginnen und Kollegen in den Gewerkschaften, Sie haben ja einige zitiert, umtreiben. Und da stellt sich mir schon die Frage, wie Sie sich das eigentlich genau vorstellen. Wer soll eigentlich diese Schwellenwerte-Geschichten kontrollieren in den Betrieben? Was machen wir mit Betrieben, wo es keinen Betriebsrat gibt? Wie soll das eigentlich geregelt sein? Das sind doch komplizierte und aus unserer Sicht, wir können uns das nicht vorstellen, halbseidene Regelungen. Warum haben Sie nicht den Mut zu sagen, wir wollen es komplett abschaffen? Stimmen Sie unserem Antrag zu? Also erstens, lieber Kollege, bin ich Ihnen für diese Frage sehr dankbar, denn es eröffnet mir auch die Gelegenheit, schon noch einmal zu erläutern, dass wir wahrscheinlich noch viel mehr hätten machen können in der letzten Legislatur. Aber eine Regierung braucht auch Verlässlichkeit. Das gilt für beide Richtungen. Und wenn man sich verabredet zu regieren, dann macht man das. Dann hält man da auch zusammen. Jeden Tag eine andere Mehrheit hier in diesem Hause zu haben, das bringt keine Kontinuität. Das wissen Sie, das haben Sie in die Frage hineingelegt. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Zweitens, wir lassen niemanden im Regen stehen. Wir verbessern das Leben konkret von vielen Menschen in Deutschland. Und nicht nur zu diesem Punkt, zu vielen, vielen anderen Punkten auch. Und wenn wir etwas verbessern, dann ist es auf jeden Fall besser, wie nichts zu tun und niemandem zu helfen. Von daher will ich das noch einmal zusammenfassen, dass damit eine deutliche Verbesserung eintritt. Ich hoffe, dass wir dieses, was wir vereinbart haben, in unseren Koalitionsverhandlungen auch bald in Regierungsverantwortung umsetzen werden können, zum Wohle von mindestens 400.000 Beschäftigten. Vielen Dank. Bernd Rützel war das für die SPD-Fraktion. Und der nächste Redner ist Mario Miroch, ehemals bei der AfD, Parteimitglied für die AfD in den Bundestag gewählt, ist aber fraktionsloser Abgeordneter, nicht bzw. aus der AfD-Fraktion ausgetreten, neben Frau Petri. Es wäre super, wenn alle Unternehmer die Sicherheit hätten, auf viele Jahre hinweg verlässlich planen zu können. Und es wäre genauso super, wenn wir diese entsprechende Planungssicherheit auch jedem Arbeitnehmer angedeihen lassen könnten. Leider leben wir aber halt eben nicht in der Planwirtschaft. Wir müssen uns auf die sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes auch im Rahmen der Globalisierung einstellen. Die Flexibilität ist angesprochen worden. Ich will das nicht alles wiederholen, was jetzt im Rahmen dieser ja doch schon fortgeschrittenen Debatte hier alles erwähnt wurde. Wenn wir es jetzt einfach abschaffen, was wird passieren? Ein paar Beispiele sind schon genannt worden. Es werden mehr Zeitarbeitsverträge geben. Es wird die Produktion ins Ausland verlagern. Ein Punkt ist noch nicht genannt. Es wird vielleicht auch mehr Scheinselbstständige geben, um halt eben entsprechend diese Risiken abzufedern. Das müssen wir alles mit berücksichtigen, wenn wir diese Befristungsthematik behandeln wollen. Und natürlich müssen wir vernünftige Regelungen schaffen, die Missbrauch eben entsprechend verhindern und ihn auch wirkungsvoll sanktionieren. Was aber in dieser ganzen Debatte bisher gefehlt hat, komplett egal, von wem es halt eben entsprechend angesprochen wurde, womit wir halt eben auch nachhaltig was verändern können, das ist einfach die Qualifikation unserer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Wir müssen die Anforderungen und vor allen Dingen auch die Leistungsfähigkeit unseres Schulsystems wieder erhöhen. Wir müssen unsere Bürger einfach fitter machen, dass sie mit ihren Qualifikationen den sich ändernden Bedingungen im globalen Wettbewerb besser entgegentreten können, dass ein Unternehmer und verantwortungsvolle Unternehmer machen das von ganz alleine, dass sie versuchen, ihre qualifizierten Mitarbeiter auch möglichst lange zu halten und halt eben nichts einfach alles nur in Billigjobs und so weiter auslagern. Dann haben wir eine echte Chance, das Thema auch an der Wurzel zu packen und nicht immer nur über Symptome zu reden. Vielen Dank. Mario Miroch war das fraktionslos, die fraktionslosen Abgeordneten hier mit Rederecht, aber wenig Redezeit, deswegen die kurze Rede. Jetzt der letzte hier zu diesem Tagesordnungspunkt, das ist Stefan Stracke für die Unionsfraktion. Die Verabredungen von Union und SPD zum Befristungsrecht gehen dahingehend, dass wir das Befristungsrecht umfassend reformieren wollen. Und wir sorgen dafür, dass wir für Rechtssicherheit sorgen, für mehr Rechtssicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die befristet beschäftigt sind, indem wir auch den Interessensausgleich zwischen dem Flexibilitätsbedürfnis der Arbeitgeber auf der einen Seite
und dem Sicherheitsbedürfnis der Arbeitnehmer zugunsten der Arbeitnehmer noch einmal deutlich justieren. Das ist das zentrale Ergebnis unserer Verhandlungen in diesem Bereich, und ich finde, das ist auch gut. Und im Mittelpunkt von Unionspolitik steht dabei nicht die sachgrundlose Befristung. Im Grunde haben wir hier mit den Höchstfristen, mit den Regelungen hier in diesen Bereichen eh schon ein relativ stark reguliertes Instrument. Das, was uns bedrängt und die Menschen bedrängt, ist doch tatsächlich diejenigen, die sich von Befristung zu Befristung hangeln, über viele, viele Jahre hinweg einen Sachgrund nach dem anderen aneinander gehangelt werden und deswegen gerade keine Möglichkeit haben auf Planungssicherheit, keine verlässliche Perspektive für ihre Lebensplanung, wenn es darum geht, beispielsweise Familien zu gründen, ein Haus zu bauen. Und das führt natürlich zum Teil auch zu gesundheitlichen Einschränkungen. Und genau diese Lebensperspektive, die geben wir wieder ein Stück weit stärker zurück, indem wir die Kettenbefristungen entsprechend reformieren. Hier gibt es nämlich bislang keine zeitlichen Begrenzungen durch den Gesetzgeber. Und das ändern wir. Wir ändern dies, weil bislang die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes eine ist, die sehr ausziseliert ist, sehr fein ziseliert ist, aber eben wenig mit Rechtssicherheit und Rechtsklarheit für den Rechtsanwender zu tun hat. Und deswegen verändern wir das und sagen ganz klar, nach 5 Jahren Befristung ist Schluss. Dann gibt es keine weitere Befristung und damit sorgen wir für Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Und das ist das zentrale Anliegen von Unionspolitik in diesen Bereichen, hier für mehr Rechtssicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sorgen, eben gerade ihr Sicherheitsbedürfnis in diesem Bereich Herr Kollege, zu stärken. Hatten Sie eine Zwischenfrage? Aber selbstverständlich, gerne, Herr Präsident. Frau Müller-Gemmecke. Beate Müller-Gemmecke für die Grünen. Ja, selbstverständlich. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe vorhin geredet, aber gerade deswegen habe ich jetzt noch eine Frage. Es ist gut, dass man bei den Kettenbefristungen was macht. Das unterstützen wir, habe ich vorhin nicht gesagt, sage ich jetzt. Das ist doch gut, sehr gut. Aber ich habe vorhin ein Problem geschildert bei der sachgrundlosen Befristung. Und das ist ja wohl relativ unsäglich. Und was wollen Sie gegen diese üblen Formen der sachgrundlosen Befristung machen? Na, schauen Sie, liebe Frau Kollegin Müller-Gemmecke, wir erkennen zum einen das Flexibilitätsbedürfnis der Unternehmen an in dem Bereich der sachgrundlosen Befristung. Das ist das einzige Instrument, das relativ unbürokratisch in diesem Bereich ist. Aber wir verändern doch dieses Instrument auch, indem wir beispielsweise bei den Höchstfristen runtergehen. Wir verändern das, was auch die Verlängerungsmöglichkeiten angeht, wo wir bislang sagen, dreimalige Verlängerung in maximal 2 Jahren, gehen wir auf einmalige Verlängerung hinauf. Und gleichzeitig sagen wir auch bei der sachgrundlosen Befristung, wir führen jetzt eine Quotierung ein innerhalb des Unternehmens. Und deswegen führt dies dazu, dass wir hier einen massiven Eingriff in das Recht der sachgrundlosen Befristung hinnehmen, auch zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich finde das in Ordnung, dass wir solches tun, aber gleichzeitig doch nicht das Instrument der sachgrundlosen Befristung einfach wegnehmen, weil es eben auch das Bedürfnis der Arbeitgeberseite für Flexibilisierung betrifft. Und genau das ist es. Und wenn es um das Thema des Missbrauches geht, da sind wir uns doch einig. Natürlich wollen wir keinen Missbrauch von befristeter Beschäftigung. Deswegen werden wir gemeinsam darauf hinsehen, wie wir das insgesamt gestalten können. Ich glaube, die Verabredungen, die hier Union und SPD gemeinsam getroffen haben im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, sind gut. Sie sind tragfähig. Sie verbessern vor allem die Rechtssicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und nun wünsche ich uns, dass wir diese gemeinsamen Verabredungen auch tatsächlich umsetzen können. Herzlich Dankeschön. Sagt Stefan Stracke für die CDU-CSU-Fraktion. Letzter Redner hier in der Aussprache. Damit ist die Aussprache beendet. Wir kommen jetzt zum Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 831 mit dem Titel Sachgrundlose Befristungen verbieten. Die Fraktion Die Linke wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen CDU, CSU, SPD und FDP wünschen Überweisung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales und mitberatend an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Wir stimmen nach ständiger Übung zunächst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung?
Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Bei Gegenstimmen von Linken und Bündnis 90 Die Grünen ist die Überweisung so beschlossen. Damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 831 nicht in der Sache ab. Genau, die Mehrheit des Hauses hat sich nämlich dafür ausgesprochen. Sie haben es gehört und gesehen, dass dieser Ausschuss in die Antragverzeihung in die Ausschüsse überwiesen wird und dort parlamentarisch weiter behandelt wird. Dieser Antrag der Linken lag dieser Debatte zugrunde. Die Linke will die Befristung von Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund komplett verbieten.